Ich darf euch begrüßen zu einem dritten Tutorial, wo es um die Wahrscheinlichkeitsrechnung geht. Wir steigen dann auch direkt in die Thematik ein. Die Wahrscheinlichkeitstheorie nimmt ihren Ursprung im 16. Jahrhundert in der Berechnung von Chancen bei Glücksspielen. Exakte Berechnungen der Wahrscheinlichkeit beim Würfen finden sich im Werke des Italieners Galileo Galilei knapp 200 Jahre später. Für die Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffes gibt es zwei Möglichkeiten. Die beiden Möglichkeiten möchte ich gerne an einem Beispiel aufzeigen. Der Geologe sagt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 60% in einer bestimmten Region Öl zu finden. Es liegt an uns, wie wir diese Aussage auffassen. Entweder wir finden in 60% aller Fälle Öl, es versteht sich, dass wir dabei viele Orte auf diesem Planeten abklappern, oder aber wir deuten die Aussage des Geologen so, dass die Wahrscheinlichkeit 60% beträgt, in der betreffenden Region Öl zu finden. Erstere Möglichkeit, die Aussage des Geologen zu interpretieren, heißt Häufigkeitsinterpretation. Zweitere Interpretationsmöglichkeit wird als subjektive Interpretation bezeichnet. Zwei der wichtigsten Grundbegriffe in der Wahrscheinlichkeitstheorie sind die Zufallsvariable und der Erwartungswert. Im übertragenen Sinne ist die Zufallsvariable der Merkmalsträger. Zum Beispiel ein Würfel. Bei einem Würfel handelt es sich um eine diskrete Zufallsvariable, da in dem Intervall abzählbar viele Ereignisse auftreten können. Ein Beispiel für die stetige Zufallsvariable ist das Thermometer. Innerhalb eines bestimmten Intervalls sind beliebig viele Zwischenwerte möglich. Der Erwartungswert ist vergleichbar mit dem arithmetischen Mittel aus der deskriptiven Statistik. Dieser ist gekennzeichnet durch E von groß X und rechnerisch ermitteln kann man ihn mit folgender Formel. Das große X bezeichnet die Zufallsvariable, in unserem Beispiel den Würfel. Das kleine x mit Index i bezeichnet das Ereignis, sprich die Merkmalsausprägung. Dies kann eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 sein. Groß P steht für die Wahrscheinlichkeit, dass folgendes Ereignis eintritt. Der griechische Großbuchstabe Sigma ist das allseits bekannte Summenzeichen. Ein Rechenbeispiel zur Berechnung des Erwartungswertes könnt ihr in unserem Wiki nachschlagen. Damit das Arbeiten mit Stichprobenräumen und Ereignissen nicht ganz zu trocken ist, arbeiten wir mit Venn-Diagrammen. Der Entwurf dieses Diagramms stammt vom englischen Logiker John Venn. Der Großbuchstabe S bezeichnet den Stichprobenraum. In unserem Beispiel die Anzahl aller Geburten im Jahr 2014. E und F sind die Untermengen von S. In Kartei E wurden alle Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von 3 bis 3,6 Kilogramm zusammengefasst. Die Kartei F fasst alle Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von 3,3 bis 4 Kilogramm zusammen. Vereinigt man die Mengen E und F, so erhalten wir ein Intervall von 3 bis 4 Kilogramm. Die Schnittmenge der Mengen E und F ergibt ein Intervall von 3,3 bis 3,6 Kilogramm. Das Komplement der Menge E fasst alle Neugeborenen zusammen, die leichter als 3 Kilogramm oder schwerer als 3,6 Kilogramm sind. Das letzte Venn-Diagramm zeigt, dass G eine Teilmenge von E und E eine Teilmenge vom Stichprobenraum S ist. Jedes Geburtsgewicht, welches in G enthalten ist, ist auch in E enthalten. Und jedes Geburtsgewicht, welches in E enthalten ist, ist auch in S enthalten. Eine Zufallsvariable mit zwei Ausgängen wird als Bernoulli-Variable bezeichnet. Nehmen wir als Beispiel eine 1-Euro-Münze. X gleich 1 meint, wir werfen eine Zahl und X gleich 0 meint, der Adler liegt oben. P wird als Erfolgswahrscheinlichkeit bezeichnet und hat den Wert 50% in unserem Beispiel. Der komplizierteste Ausdruck der Binomialformel ist für viele der Faktor n über k. Ausgeschrieben heißt dieser Ausdruck n-Fakultät durch k-Fakultät mal n-k-Fakultät. Wir wechseln die Münze durch einen Würfel aus, um den Sachverhalt besser zu erklären. Spieler A gewinnt, wenn er in 5 Versuchen zweimal die 3 würfelt. Der Binomialkoeffizient macht nichts weiteres, als die Möglichkeiten aufzuzählen, die Spieler A zum Sieg führen. Schauen wir uns die Möglichkeiten mal genauer an. N bezeichnet die Anzahl der Versuche und K die Anzahl der Treffer pro Versuch. Als Ergebnis erhalten wir, wie schon gesagt, die Anzahl aller Möglichkeiten. Die Binomialverteilung ist nicht die einzige Verteilung in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Es gibt noch die Poisson-Verteilung, Gleichverteilung und auch die Normalverteilung. Von diesem monströsen Ausdruck wollen wir uns nicht beirren lassen. Es handelt sich um eine stetige Verteilung, wie zum Beispiel die Körpergröße oder das Einkommen. Viele sind durchschnittlich reich und nur sehr wenige sind ärmer bzw. zu reich. Die Intervallgrenzen gehen logischerweise von minus unendlich bis unendlich und die Standardabweichung ist stets größer als 0.
Null kann sie nie werden, da sie unterm Bruchstrich steht. Wie sieht das Ganze nun grafisch aus? Hier sehen wir die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion für eine Standard-Normalverteilung. Hier beträgt die Standardabweichung 1 und der Erwartungswert hat den Wert 0. Uns interessiert, was nun passiert, wenn wir den Erwartungswert erhöhen. Es passiert Folgendes. Bei einem Erwartungswert von 2 haben wir den Hochpunkt am Punkt 2 an der x-Achse. Wenn wir die Standardabweichung erhöhen, dann flacht die Kurve ab. Und wenn wir die Standardabweichung kleiner machen, dann wird die Glockenkurve etwas spitzer. Die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten erhält man durch Integration. Die Grenzen können hier festgelegt werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.